Hallo zusammen! Heute am 10.06.2021 ist ein ganz besonderer Tag für alle Astronomiebegeisterten. Denn heute ist Sonnenfinsternistag! Und in der Hoffnung, dass das Wetter mitspielt, könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal das Ganze ab ungefähr 11.20 Uhr live mitverfolgen. Es kann aber nicht schaden, sich vorher ein bisschen Klugscheißerwissen zu dem Thema anzueignen. Los geht's! Sonnenfinsternis ist nicht gleich Sonnenfinsternis. Deshalb stelle ich euch in diesem Video kurz die drei unterschiedlichen Sophies vor. Die totale Sophie ist eindeutig die spektakulärste und schönste Sonnenfinsternis. Sie tritt immer dann auf, wenn die Sonne, von der Erde aus betrachtet, vollständig vom Mond bedeckt wird. Das ist möglich, weil Sonne und Mond aufgrund ihres jeweiligen Verhältnisses von Größe und Abstand zur Erde für uns von der Erde aus gesehen optisch exakt die gleiche Größe haben. Während der totalen Phase wird es mitten am Tag dunkel auf der Erde. Und um den dann schwarzen Mond herum können wir die äußere Schicht der Sonnenatmosphäre sehen. Die sogenannte Corona. Schon wieder Corona. Die ringförmige Sophie unterscheidet sich von der totalen Sophie insofern, dass es der Mond von der Erde aus betrachtet nicht schafft, die Sonne vollständig zu bedecken. Er also kleiner erscheint als die Sonne. Aber Moment, wir haben doch gerade gelernt, dass Sonne und Mond von der Erde aus betrachtet optisch die gleiche Größe haben. Richtig, aber das ist nicht immer der Fall. Und dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen könnte sich der Mond zum Zeitpunkt der Sonnenfinsternis an seinem erdfernsten Punkt befinden und für uns dadurch einfach kleiner erscheinen. Außerdem entfernt sich unser Mond stetig von der Erde. Bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis bleibt während der Bedeckung durch den Mond um ihn herum ein Streifen bzw. Ring der Sonne unbedeckt. Es wird also nicht komplett dunkel und auch die Corona wird nicht sichtbar. Ja, kein Corona. Die partielle Sonnenfinsternis tritt am häufigsten auf. Und wie der Name schon vermuten lässt, bedeckt bei einer partiellen Sonnenfinsternis der Mond die Sonne nicht vollständig, sondern nur teilweise. Die spektakulären Effekte einer totalen Sonnenfinsternis bleiben zwar aus, aber ihr könnt einen auch nicht ganz unspannenden Effekt ganz leicht abbilden. Während einer partiellen Sonnenfinsternis könnt ihr in ein Blatt Papier möglichst kreisrunde kleine Löcher schneiden und dieses Papier dann in Richtung Sonne halten. Ein weiteres Blatt Papier haltet ihr als Leinwand dahinter. Und ich garantiere euch, dass die Projektion auf dieser Leinwand ganz anders aussieht als gewöhnlich. Bei der heutigen Sonnenfinsternis handelt es sich übrigens um eine ringförmige Sophie. Allerdings ist sie als solche nur in Russland, Kanada und Grönland sichtbar. In 60 weiteren Ländern, so auch in Deutschland, ist sie nur als partielle Sonnenfinsternis sichtbar. Egal um welche Sonnenfinsternis es sich handelt, schaut bitte niemals ohne Spezialschutz für eure Augen in die Sonne. Erst recht nicht durch ein Fernglas oder ein Teleskop. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Sonnenfinsternis. Bis bald. Tschüssi!